Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs, es ist fantastisches Wetter und heute gibt es ein neues Video meiner Outdoor Basics Reihe, ja, wo wir uns die grundlegenden Sachen angucken, die so für draußen wichtig sind. Und heute gibt es dann auch das Erweiterungsvideo zum Rucksack richtig einstellen. Und zwar schauen wir uns heute an, Rucksack richtig packen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Tja, in meinem Outdoor-Adventskalender habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie man so einen Rucksack richtig einstellt, damit er auf Tour ja vernünftig sitzt, was dann auch uns Kraft spart beim Wandern. Und heute gucken wir uns etwas an, was damit direkt zusammenhängt, und zwar, wie man seinen Rucksack überhaupt richtig packt. Als erstes gibt es beim Rucksackpacken eine goldene Regel, und zwar ist das, alles was Gewicht ist, muss möglichst nah an den Rücken ran. Also alles was schwer ist, ja, möglichst viel von allen Sachen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir möglichst nichts Schweres außen dran bringen, oder wenn das alles mittig angebracht wird, das heißt, dass wir keinen Pendeleffekt haben, von dem ich schon mal in meinem Video gesprochen habe, Kraft sparen beim Wandern. Denn wir wollen nicht, dass der Rucksack die ganze Zeit nach links und rechts ausschlackert. Das müssen wir nämlich austarieren, wenn wir auf Tour damit unterwegs sind, und das kostet echt viel Kraft, vor allen Dingen, wenn wir ein bisschen Strecke machen wollen. Mit diesen zwei Regeln also möglichst das Gewicht rückennah anbringen und das Gewicht nicht an den Seiten, sondern möglichst mittig, ist eigentlich auch schon logisch fast alles gesagt, was man wissen muss. Trotzdem gehen wir nochmal zusammen durch, wie das denn exemplarisch aussehen kann. Wir haben hier zum Beispiel einen Rucksack. Ja, das wird auf der nächsten Tour mein Wanderrucksack werden. Geiles Ding übrigens, aber das gehört hier gerade nicht hin. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir was am besten hin tun, damit wir vernünftig vorankommen. BW Nässeschutzplane, ist das das Schwerste, was wir im Rucksack haben? Nein, normalerweise nicht. Darum kümmern wir uns also mit als Letztes. Mit das Schwerste, was auch noch gleichzeitig klein und zentriert ist, ist immer alles von Wasser. Das bedeutet zum Beispiel eine Trinkblase oder wie hier gerade auf meiner kleinen Buschkraft-Tour eine Trinkflasche, sollte möglichst in die Mitte nach unten im Rucksack. Deshalb ist da ja meistens auch die Klappe für die Trinkblase angebracht. Schaut mal in eurem Rucksack nach, ob ihr sowas habt, denn das ist sehr praktisch. Ansonsten geht es aber auch so. Das heißt, hier zum Beispiel in die Klappe stecken wir jetzt die Wasserflasche hinten rein, ja, möglichst mittig, möglichst rückennah, damit die Wasserflasche ungefähr hier ist sozusagen, oder die Wasserblase, damit möglichst mittig und rückennah das meiste Gewicht ist, denn das ist das meiste Gewicht zentriert auf Fläche. Was wie klassischerweise viel ist, aber jetzt nicht so komprimiert wie jetzt zum Beispiel Wasser, zum Beispiel der Schlafsack, normalerweise irgendwo im 2-Kilo-Bereich, das kommt natürlich ganz darauf an, welche Jahreszeiten wir haben. Ich habe auch einen Schlafsack, der wiegt mehr, wenn es an richtige Wintertouren geht. Den Schlafsack tun zum Beispiel viele in das Bodenfach, wenn der Rucksack ein Bodenfach hat. Meiner zum Beispiel hat jetzt keins davon. Das heißt aber trotzdem, dass wir möglichst weit unten komprimiert unseren Rucksack reintun, ja, damit er nicht im Rucksack zu viel Platz wegnimmt und uns nicht wir ständig dran vorbeigreifen müssen. Das heißt ganz nach unten und sozusagen direkt darüber mittig das Wasser. Wenn wir jetzt Klamotten, extra Jacke, extra Plane etc. etc. dabei haben, dann macht es jetzt Sinn, damit die Lücken auszufüllen, die entstanden sind dadurch, dass das Wasser natürlich nicht in der ganzen Breite den Rucksack einnimmt. Das heißt, wir haben hier unten auf der ganzen Breite den Schlafsack reingepackt, haben jetzt mittig das Wasser und jetzt können wir links und rechts Klamotten reinschieben. Vielleicht die linke Seite mit den Wechselklamotten, auf die rechte Seite die Jacke oder ähnliches. Natürlich ist es problematisch, wenn die Jacke hier drin ist und ihr wollt die vielleicht bei Wanderpausen oder so anziehen, dann macht das natürlich keinen Sinn, sondern dann kann da zum Beispiel eine BW-Nässeschutzplane rein an die Seite und, und. Jetzt fragt man sich natürlich, aber was ist denn eigentlich mit meinem Zelt? Ja, das kommt ganz drauf an. Manchmal packe ich es in die Mitte direkt neben das Wasser, beziehungsweise tariere das mit dem Wasser aus, sodass die in der Breite direkt nebeneinander liegen. Oder ich mache es außen dran, dass das möglichst unten ist und möglichst das Gewicht verteilt ist auf den ganzen Rucksack. Das heißt, ich habe weder links noch rechts eine Überkante. Trotzdem ist es besser, das Gewicht eher hochkant, also direkt in Rückenlage zu haben und nichts links und rechts überstehend. Tja, und dann kommt auch schon das Wichtigste, das Essen. Das Essen könnt ihr natürlich dann gut oben drauf packen, natürlich je nachdem, wie viel das ist. Ich habe das gerne einfach in einem kleinen Jutesack, ja, den ich schön komprimiert dann einfach oben drauf lege, sodass der die Breite
Breite ausfüllt, aber nicht ganz so schwer ist. Könnt ihr natürlich aber auch anders machen, indem ihr zum Beispiel große Essenssachen mit dem Wasser zusammen kombiniert, also ungefähr, dass das gleich schwer ist in der Breite, in die Mitte vom Rücken und vom Rucksack reinlegt. Tja, und klassisch obendrauf zum Beispiel die Jacke, die in der Pause angezogen werden soll. Der Poncho ist bei mir gerne mal oben im Deckelfach. Ja, der wiegt ja auch nicht viel, seine 300 Gramm, das ist dann absolut in Ordnung. Tja, ich kann natürlich nicht alles nennen, was ihr vielleicht mit auf Tour nehmt. Ja, ein Beil und so weiter und so fort kommt bei mir zum Beispiel auf Wandertour niemals mit. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen gucken, ne? Aber mit den Regeln das anzuwenden ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich da Gedanken macht. Ich sehe leider oft, dass Beil und Werkzeuge dann extrem an der Seite angebracht werden. Das ist übrigens das Schlechteste mit, was man machen kann, genauso wie ein Zelt an die Seite anbringen, weil dann das Gewicht auf eine Seite tendiert. Natürlich kann man aber ausgleichend auf beide Seiten außen, wenn man den Platz braucht, Ausrüstung anbringen, die dann ungefähr zusammen gleich schwer ist, sodass man nicht zu starken Pendeleffekt hat. Man hat dann trotzdem das Problem, dass man bei einem Ausschlagen, zum Beispiel beim Hochgehen über Hügel, der Pendeleffekt immer ein bisschen eintreten wird, aber dann nicht so stark, wenn beide Seiten gleich schwer sind. Da bietet es sich dann zum Beispiel an, auf die eine Seite das Zelt zu machen, auf die andere Seite ein Beil und eine Wasserflasche oder etwas Ähnliches in der Richtung. Tja, und das ist auch schon eigentlich alles, was ihr zum Packen für den Rucksack am Anfang wissen müsst. Mit diesen kleinen Regeln, möglichst mittig und rückennah, könnt ihr schon sehr viel machen und auch sehr viel adaptieren, wenn es um euren eigenen Rucksackpackplan geht. Ich hoffe an dieser Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Tipps und Tricks Videos aus der Outdoor Basics Reihe. Einfach mal reinschauen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Wissen haben wollt. Da gibt es auch unten noch eine Playlist in der Beschreibung, einfach mal draufklicken. Ansonsten kannst du mich auf dem kleinen Button hier abonnieren, falls du noch nicht getan hast, denn es kommen noch weitere Videos. Und ansonsten sage ich tschüss, tschüss, bis zu den nächsten.